herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic-Projekt auf der Map Provence mit dem Tiger Farm. Bäm! Ah, hallo! Na, wo bist du denn? Bist du weggelaufen vor deiner Aufgabe? Vor welcher Aufgabe? Ja, komm mal hier, zu mir. Nein, ich muss düngen. Nein, nein, nein. Oh. Dann nimmst du eben deinen komischen Fort. Habt ihr den Anhänger schon mal vors Tor gestellt? Ach komm, ich stelle ihn dir sogar noch gerade vor. Wir mussten theoretisch nur rückwärts reinsetzen. Theoretisch. Naja. So. Tiger Farm hat nämlich in der letzten Folge gesagt, er kann keinen Drehschemel fahren. Also rückwärts einparken. Ihr dürft einfach nicht zu schnell fahren, dann funktioniert das auch. Ich fahre ja auch immer langsam, aber es funktioniert nicht. Das Gute ist, dass Feld 1 dann jetzt voll gedüngt ist. Ja, das ist perfekt. Da müssen wir nämlich nicht mehr düngen. Wo hast du denn die Sämaschine? Hast du aufgeräumt, gell? Ja. So, ich guck mal gerade noch bei den Kühen rein. Da habe ich nämlich letztes Mal Silage noch rein. Da sind jetzt 9000 drin. Da gehen 30.000 gehen rein. Haben wir eigentlich schon Milch produziert? 72. Und woher weißt du, dass 30.000 reingehen? Ungefähr. Sind jetzt knapp 10.000 drin und es sieht aus, als wäre es ein Drittel. Pi mal Daumen also. Ja. Alter, hier im letzten Eck steht die Sämaschine. Ich habe übrigens, glaube ich, im Moment das kleine Manko, dass ich viel zu oft das A-Wort sage. Kann das sein? Alter. Nein. Doch, ich vermute das. Ich habe so eine Ahnung. Wie werden die Leute das in den Kommentaren schon schreiben? Hoffe ich mal. So, hier muss man nicht... Ich glaube, da gibt es schon einige Kommentare. Feld 1 ist gedüngt. Hafer haben wir auch hier drauf. So. Wir hatten überlegt, ob wir uns... warte mal. Ja. Wir müssen hier noch pflügen. Kannst du mit dem Pflug kommen? Dann müssen wir nicht pflügen. Doch. Nein. Guck auf die Karte. Beziehungsweise Gruppern. Warte mal, lass mich mal rein. Ja, wir können hier nicht ansehen. Das ist da nicht gegruppert. Wir haben ja keine Direktsaat. Ah. Deshalb. Ich stehe hier mal nicht so faul rum. Dann pflüge ich. Ja, pflügen macht am meisten Sinn, weil es geht am schnellsten. Ja, deswegen ja. Ich gehe mal gucken, ob du ordentlich drüben angesät hast. Oh. Und Christian Bayer sein Feld hier. Ist vielleicht eines der nächsten, was wir uns auch aneignen werden, dass wir alle Felder beisammen haben. Oder warte mal, oben über dem Hof. Feld 6 oder so. Kostet 43.000. Ja. Oder wir holen uns Feld 17, da stehen nämlich ein paar Bäume rum. Feld 17? Ja. Wo sind das? 17, 17. Ach da, ja. Hm. Das ist der Kalk, der fehlt. Okay. Ist gestattet. Ist abgenommen. Hast gut gemacht. Ich weiß. Ah! Fährt er mich einfach über den Haufen? Ich dachte, er bremst wenigstens für mich, aber nee. Ich hab gehupt, ja. Hupen ist kein Bremsen.
einen Motor starten wäre sinnvoll. Ja. Dann bitte auch den Rand mit. So. Dann können wir jetzt loslegen. Ah, das sieht schon viel besser aus. Also mit dem Pflug ist, ich glaube, wir pflügen mit dem Teil hier jedes Mal. Ja. Und dann kriegen wir auch noch die 10%. Und es geht ja mit dem Chisel Flow, geht's ja wirklich schnell. Ja. Wenn man die richtige Spur findet. Das musste man jetzt nicht anmerken. Mann nicht. Frau nicht. Besser? Nö, auch nicht. Ja. Oh, der Vogel. Guck mal, da ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Krass. Nein, hier. Komm mal her. Schnell. Den müssen wir befreien. Ja. Batsch. Yay. Sehr gut. Der Vogelbefreier. Ich weiß. Oh, da hinten stürzt er aber wieder ab. Oh, oh. Ich seh's. Eine gute Seele, dieser Tiger Farm. Ich weiß. Vielleicht wollte ich eigentlich gerade was trinken, ne? Da kommt der Vogel hier geflogen, nicht geflogen. Ich bin natürlich aus Versehen auf ihn drauf geplumpst. Auf den Vogel? Ja. Aber nicht schön. Erst rettest du ihn und dann plumpst du auf ihn drauf oder andersrum? Aus Versehen. Dann müssen wir bald wirklich mal schauen, dass wir nochmal Gras mähen. Auf allen Parzellen, die wir haben. Ein Teil davon müssen wir zu Heu machen. Oh, da sind aber ganz schön viele Vögel. Auf der Saat. Ja, was sind da viele? Vögel auf der Saat. Ja, die klauen uns das Saatgut schon vom Feld runter. Ist heute ein bisschen leise. Echt? Ja. Warte, ich stelle mich lauter. So besser? Sprich mal etwas länger. Ja, vielleicht etwas. War jetzt nicht so deutlich zu hören. Nee, leiser. Ja. Ich hab schon auf 100%. Okay. Na, warte mal. Dann musst du mich vielleicht lauter stellen. Ja, habe ich gerade auch gedacht. Rede nochmal. Ah. Ja, viel besser. Aber jetzt habe ich dich auf 200. Also im Discord. Ja. Ich hoffe mal, dass das was bringt. Das ist natürlich nicht die Input-Lautstärke eigentlich. Aber es müsste gehen. Weil ja die System-Sounds aufgenommen werden.
gute Lady. Kannst du dann mal schauen, was der Futtermischwagen kostet? Ja. So, dann gucken wir mal. Tierhaltung. Der Kleine, ne? Ja. Der Kuh. Nicht Anhänger, gell? Dieses kleine Fahrzeug. Ach, der. Der kostet, glaube ich, nur 4000 oder so. Dann kaufen. 4110. Kaufen. Bring ich dann gleich zum Hof. Ja. Ah! Ey, dieser Tiger Farm, Alter. Der muss nochmal zu fahren. Relaxed! Ach, jetzt sind es wieder die Lex. Ja, sei ist ich, es so. Sei ich auch immer, wenn ich draußen einen Unfall baue. Sorry, Polizei, hat den Lex. Die fragen dann im Kopf oder wo? So, zum Glück braucht das Ding hier nicht so viel Saatgut. Nö. Und jetzt beide Felder fast mit, was hat man am Ende gebraucht haben, 700. Bahnen habe ich noch, aber nicht mehr so viele. Das noch einmal zurücksetzen. Probier jetzt mal das Feld in-game, also im Cockpit fertig zu fahren. Ups. Mal gucken, wie das danach aussieht. Ob es brauchbar ist, was ich da arbeite. Dann hol ich jetzt den Futtermischer. Jo. Er hört sich süß an. Und alt. Wie der sich anhört, weiß ich gar nicht. Ich finde ihn nur von der Größe her sehr interessant, sagen wir mal so. Könnte so ein Ital- passen trotzdem 12.000 rein. Das ist doch gut. Also 12.000? Ja. Ist aber nicht gut. Warum? Weil die TMR aus was war's? Zwei Heu und ein Strohballen besteht und dann ist der ja schon voll. Ja. Und wo soll die Silage rein? Weiß ich nicht. Wir mal ausprobieren. Ich muss sagen, hier mit diesem IMT kriege ich das gut hin. Also im. Oh, da hinten fährt's. Ich hab's gesehen. Da hinten fährt's. Oh. Das kleine Geschoss. Ja. Konnte man da keine Farbe. Eine schnelle Beschleunigung hatte. Ja. Das ist gut. Eine schnelle Bremse. So, nicht mal 600 Saatgut haben wir gebraucht. Nur von innen sieht er ein bisschen blöd aus. Ja, ich gucke auch mal gleich an.
Ich bin fertig mit Säen. Hast du den Düngestreuer aufgeräumt? Ja. Okay. Oh, sorry, Damm. Madame. Habe ich sie gegen den Kühler laufen lassen. Kannst du mal gucken, wie der Futtermittel-Dinger da funktioniert? Warte mal. Wie? Ja, wie der funktioniert. Ich meine, vom Ding her. Man kann ihn nur anmachen. Hä, hey, warum kann ich das jetzt ein? Ja, wie viel Strohballen du oben reinkriegst und so. Achso. Ich stell gerade mal den Heuballen-Anhänger raus. Hab du doch die sonst rein, ich kann das nicht so gut. Dann mach bei deinem mal einen Frontlader, die Ballengabel dran. Warte. Man muss das Gewicht noch umkuppeln. Okay. Ankuppeln. Das muss, oder? Ja. Ja, nein. Ich schon. Mach den Frontlader dran. Die Ballengabel. Ja, passt, genau, komm, noch ein bisschen kommen, gerade, bisschen nach rechts, ja, ein bisschen nach links. Noch ein bisschen, stopp. Bisschen runter. Noch ein bisschen. Ich sehe hier nichts. Manchmal sieht man das nicht. Komisch. Ich nehme einfach einen Ballen von allem. Ja. Ah. Da ist wohl doch noch irgendwo ein Spanngurt an. So. Kannst du gerade in IMT mal vorfahren? Dass ich da noch einen Strohballen runterkriege. Ist noch dran. Weiter vor, bitte. Noch weiter. Ab. Hallo? Hallo? Was ist? Ja. Bitte mal die Spanngurte noch lösen. Ja, ist. Gut, können wir da fest. Okay. So, wie das viel ist Platz schon ist mal jetzt? 4000. 4000 ist noch. Lass mich mal einsteigen. Ja. Das ist ein Elektrofahrzeug. Guck mal, da unten steht AK Electric. Oh ja. Aber warum zoomt der dann? Keine Ahnung. Wie, was stand da am Anfang dran rechts unten? Wo? Erst Heu und dann Futter. Erst Heu, dann Futter. Ich dachte, da muss noch Silage rein. Muss auch. Sonst wird's ja keine Mischration. Dann fahr mal runter zum Ding, zum Silage Dings da. Silo. Ja. Achso, es ist jetzt Futter. Wenn man das Ding jetzt reinmacht, dann ist es wahrscheinlich TMR. So. Dann kippt man da gerade noch ein bisschen. Wo bist du denn? Wo bleibst du denn? Ja, ich kann nicht so gut um Kurven fahren. Ja, schmeiß das Ding nicht um. Ne. So scheiße fahre ich nun auch wieder nicht.
Ja, noch ein bisschen. Gut. Also der passt ja fast hier in die Schaufel rein. So, und jetzt? Futter, immer noch. Ist immer noch Futter. Denkst du, das verändert sich noch? Ich habe noch nie mit TMR gearbeitet. Das verändert sich noch. Immer noch gleich? Immer noch Futter. Na, eigentlich können ja auch, aber der Wert steigt. Ja, warte mal. Ja, ein bisschen Silage muss noch rein, dann ist das Verhältnis fast perfekt. Noch mal rein. Na, dann ist hier das Mischverhältnis 1:1:1. Ich habe jetzt knapp. Jetzt sind gleich knapp 4000 drin. So, heute überziehen wir mal wieder leider ein bisschen die Folge. Muss aber sein. Muss sein, damit es jetzt fertig wird. Mein Reinfüllen bei den Tieren können wir es morgen. Fertig? Noch nicht. So viel geht doch gar nicht mehr rein. Es geht nur noch 300 rein. Eben. So, können Sie gerade mal aussteigen? Und den Frontlader reinkippen. Gut. So, und woran siehst du jetzt, dass es fertig ist? F1. Und dann ganz unten. Jetzt ist zu viel Silage drin. Echt? Nee. Lass mich mal rein. Zu viel Stroh. Oh. Habe ich das jetzt verkippt? Nö. Wie nee? Es müsste eigentlich noch mehr Silage rein. Ja? Ja. Lass mich nochmal gucken. Das ist jetzt alles bei 33,33 Periode. Aber das unterste ist doch jetzt nicht im optimalen Bereich. Ja, das ist Heu. Davon ist zu viel drin, oder? Ich dachte, das wäre Stroh. Nein, wenn man jetzt noch mehr Silage reinkippen würde, dann würde sich das regeln. Okay, was zu viel drin ist, ist aber Stroh. Ja. Okay. Als Futter können wir es auch verfüttern. Tschüss. Nein! So. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Oder alles. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao.